wir sind gezielt als ganze Kombo hier angereist, damit wir uns weiterentwickeln können halt. Weil es schwierig bei 8 Leuten gemeinsam einen Probentag zu finden. Das sind auch so Jigs Wickham und so Leute, die man halt kennt vom Namen her. Ja, macht Spaß. Mit irgendwie 48 oder so habe ich angefangen, Jazzgitarre zu lernen. Und zu diesem Kurs bin ich gekommen, so wie die Jungfrau zum Kind. Da flatterte eine E-Mail ins Haus und sagte, wollen Sie nicht. So, und da habe ich gedacht, ja, warum denn nicht? So, bums, bin ich da und macht großes Vergnügen. Es gibt die Masterclasses von den einzelnen Professoren, die dann ihre Instrumentengruppe, Gesangsgruppe eben haben und unterrichten. Und dann gibt es ja eben diese Kombos plus noch die Workshops. Ich finde, diese 4 Tage hier im Endeffekt sind eine sehr, sehr intensive Zeit, in der die Teilnehmer und wir genauso sehr, sehr viel lernen. Und spannend ist dann natürlich zu sehen, wo Leute dann in vielleicht einem Jahr sind, wenn sie wieder herkommen, wo Leute in 3 Jahren sind. Es ist schon, Workshop ist nicht so im Unterricht, du sitzt da und musst immer die ganze Zeit aufzeigen und so, sondern es ist einfach eine gemütliche Runde, wer was sagen will, sagt einfach was und man bespricht halt doch schon einige Themen so, dass man halt auch was lernt, aber es entspannt eigentlich. Eine Voraussetzung für alle ist einfach, dass sie darauf Lust haben. Also ne, wer jetzt irgendwie sagt so, okay, ich möchte das erste Mal überhaupt in Kontakt mit irgendwas kommen, was so vielleicht Jazz sein könnte, wird sich wahrscheinlich nicht hier anmelden. Deswegen dieses Interesse und auch einfach natürlich eine Art von Selbstvertrauen und eine Art von, hey, ich möchte das ausprobieren, ich möchte diese Erfahrung machen, hier zu sein und wirklich intensiv zu lernen. Das ist, glaube ich, die größte Voraussetzung, sich dann zu so etwas anzumelden und dann auch zu kommen. Austausch und voneinander lernen. Und zu Musik machen gehört für mich, dass man lernt, seine persönliche Stimme auf dem Instrument zu entwickeln, sodass einer sagt, ja klar, der spielt eben so, das ist so, der spielt das so. Und damit kriegen wir Persönlichkeit. Und das funktioniert hier in Heeg. Wir klingen nicht alle gleich, sondern jeder hat so seine Stimme, seine Art, mit dem Instrument zu sprechen. Tja, und dadurch wird er individuell und persönlich und unverwechselbar. Und den anderen zu hören und so mit ihm zu kommunizieren, das ist Freude in der Musik für mich.